Hallo und herzlich willkommen, hier ist Martin Huffer. Hallo, Herr Huffer. Ja, hallo, guten Tag. Kreative Techniken, ja, das kann ja alles bedeuten, aber im Malerhandwerk heißt das, dass bestimmte Dinge appliziert werden, Techniken appliziert werden, die später wunderschön auf den Wänden wirken, ja. Wir schauen uns das am besten mal an. Ja, ich möchte Ihnen mal heute ein paar schöne Oberflächen zeigen, die mal anders sind als eine normale Tapete oder ein normaler Putz. Es sind sehr schöne Metallic-Oberflächen. Changiert so ein bisschen im Licht. Ja. Die werden ja nahtlos gemacht. Es wird ja aufgespachtelt und entsprechend in der Oberfläche bearbeitet. Das gibt ganz schöne Effekte. Da haben wir noch ein paar mehr. Okay. Sie sagten gerade eben, das ist eine Sache, da muss man schon üben, oder? Das ist eigentlich eine Sache für Handwerker. Das ist eine Sache für Handwerker, für entsprechend ausgebildete Handwerker. Wir bieten Kurse dafür an, um solche schönen Oberflächen dann auch herstellen zu können. Das ist jetzt Silber, wenn es die Kamera nicht so richtig zeigen kann. Aber es sieht sehr schick aus. Sind das denn spezielle Rollen, wo das bearbeitet wird? Oder wird das alles in Handarbeit jetzt gelöst hier bei der Geschichte? Das sagen Sie richtig. Es ist absolute Handarbeit, die hier jetzt gemacht wird. Hier zum Beispiel eine Steinimitation. Solche schönen Oberflächen kann der Maler dann herstellen. Wo würde das jetzt passen zum Beispiel? Ist das jetzt in einem Bad zum Beispiel? Moderne Küchen. Küchen. In Bädern. Vielleicht so eine schöne Metallic-Optik. Ach, das ist keine Tapete. Es ist keine Tapete, es ist einfach nur Farbe mit entsprechender Technik aufgebracht. Gott, das sieht ja aus wie Italien, 16. Jahrhundert, ja. Da kommt das auch tatsächlich her. Ehrlich? Die venezianische Techniken, die wir hier zum Beispiel haben. Eine venezianische Glättetechnik. Das ist jetzt auch Farbe. Ich muss mal fragen, weil es so spiegelglänzt. Es ist hochpoliert. Hochpoliert. Oder mit dem Goldeffekt noch. Okay. So, wenn einer das jetzt sieht hier bei Ihnen im Laden, ja, und sagt, das hätte ich gerne, aber ich traue mir das bei weitem nicht zu, sowas zu machen. Sie empfehlen auch Handwerker, oder? Ja, auf jeden Fall. Haben einen Stamm von Handwerkern, mit denen Sie arbeiten, empfehlen gleich mehrere, oder? Ja. Also Sie bekommen von uns dann eine Empfehlung für spezielle Handwerker, die diese Flächen auch aufbringen können, die entsprechende Kurse mitgemacht haben. Weil solche Flächen selbst aufzubringen, ist schwierig. Es ist ja ein Handwerksberuf. Das Ganze geht ja über eine dreijährige Lehre, geht ja der Handwerksberuf. Und durch diese Lehre ist man nachher in der Lage, solche schönen Oberflächen zu gestalten. Also das hier ist keine, das ist von Hand? Nee, das ist jetzt tatsächlich eine Tapete. Das die anschließend Tapete, aufgeklebt die wurde. Im Prinzip in Verbindung mit diesem Teil hier, das ist das, was aufgebracht wurde, das ist die Tapete, in dem Zusammenspiel wurde das dann appliziert. Genau. Okay, Fresco Veneziano. Wow, ich bin vollkommen, man kann sich das natürlich immer so, was ist da oben jetzt auch mal in Gold, in Ocker, das sind ja nur Ausschnitte, eigentlich geht fast alles von Farben. Und. Ja, da ist an der Farbtonvielfalt hier jetzt komplett in Gold. Ich muss das mal einfangen hier. Das mal einmal kurz gegen das Licht halten. Nochmal etwas so. Steiler, genau. Ja. Also man kann das, Sie müssen sich das mal live angucken hier in Saarlouis. Die sind alle da. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt ein Kunde total unsicher ist? Kommen Sie auch mal mit zu dem nach Hause? Oder ist das eher dann eine Sache der Handwerker, die dann da sind? Och, wir beraten auch dann gerne vor Ort. Wenn das gewünscht ist, zeigen wir auch dann gerne die Muster vor Ort und oder Sie können auch diese Muster hier bei uns mitnehmen und vor Ort mal an die Wand halten. Nochmal so eine Metallic-Oberfläche, also Travertin. So, nochmal, damit ich den richtigen Namen später fürs Video habe, ja. Was ist der Name von dieser Technik? Diese Technik hier heißt Marmorino. Die heißt Marmorino und das Ganze sind dann praktisch Techniken für Maler zur Applikation an Wänden, kann man das so sagen? So kann man es grundsätzlich sagen, ja. Super. Wo findet man Sie, Herr Huffer? Wir sind in Saarlouis-Fraulautern in der Bahnhofstraße, dort ist unser Hauptgeschäft. Dann haben wir in Saarbrücken in der Hartmannsau ein Abholgeschäft und seit anderthalb Jahren sind wir auch in St. Wendel. Größte Auswahl ist hier in Saarlouis. Das heißt, wenn Sie jetzt, ich sag mal, was sehen und fanden das ganz toll
und möchten das live nochmal hier vor Ort sehen, dann ist hier ein ganz großer Showroom. Lade ich Sie gerne herzlich ein, hier nach Saarlouis zu kommen. Sehr schön. Vielen Dank für das nette Interview. Ja.